Hey Leute, wie geht's? Die DJI Neo hat gerade ein neues Update bekommen mit insgesamt 7 neuen Funktionen. Darum soll es in diesem Video gehen. Los geht's! Die wichtigste neue Funktion ist natürlich die, dass sie jetzt mit der neuen Goggles N3 kompatibel ist. Die Goggles N3 kann man jetzt entweder einzeln bestellen oder im Bundle mit der Neo im Motion Fly More Bundle. Beides verlinke ich euch unter dem Video im ersten Kommentar oder in der Videobeschreibung. Das war also auch schon die erste neue Funktion. Added Support für DJI Goggles N3. Die zweite neue Funktion, Added Live View Stabilization, when used with DJI Goggles N3 or DJI Goggles 3. Die Neo hat ja eine Bildstabilisierung, die sogenannte EIS, Electronic Image Stabilization. Damit bekommt man also wunderbar stabilisierte Aufnahmen. Allerdings war es bisher so, dass die Live-Übertragung in den Goggles, also Goggles 3 oder N3, immer so ein bisschen gewackelt hat. Die Live-Video-Übertragung wurde jetzt also auch stabilisiert. Ja, dadurch macht das Fliegen noch mehr Spaß. So, nächster Punkt, Added Support for Vertical Shooting. Wir können also jetzt mit der Neo nicht nur im Querformat, sondern auch im Hochkantformat filmen. Ich zeige mal, wie es geht und schalte die Drohne ein. Zuerst zeige ich es mal mit dem RCN3 Controller. Controller einschalten. App starten. Mit Fluggerät verbinden. Neo. Sucht nach Fluggerät. Verbindung mit Fluggerät nicht möglich. Koppeln. Hier jetzt den Einschalter gedrückt halten. Jetzt sind wir verbunden. Verbindung erfolgreich. Und hier unten. Homepoint updated. Und hier unten können wir jetzt, wie gehabt, zum Beispiel 4K 30 FPS einschalten. 1080p 30 FPS, 50 oder 60 FPS. Und hier rechts können wir 1080p 9:16 Format einschalten. Das ist also dieses Hochkantformat. Ich schalte das auf 9:16 mit 30 FPS. So, dann starte ich meine Aufnahme. Ja, und so sieht es jetzt im 9:16 Hochkantformat aus. Achtung, keine Hinderniserkennung. Könnte klappen. Hast du mich behalten? Ja. So, wunderbar. Das ist also das Hochkantformat und zwar mit dem RCN3 Controller. Landing. Jetzt zeige ich es mal mit dem RC2 Controller. Drohne ist noch eingeschaltet, Controller eingeschaltet. Und viele haben immer mal Probleme, zwischen den ganzen Controllern zu wechseln. Und deshalb zeige ich das auch gleich mal, wie das geht. Auch hier schalten wir den auf Verbindungstutorial. Ich tippe die Neo an. Und jetzt machen wir eigentlich das gleiche Spiel nochmal. Sucht nach Fluggerät. Jetzt erscheint hier gleich Verbindung nicht möglich. Verbindung mit dem Fluggerät nicht möglich. Das tippe ich wieder an. Koppeln. Den einen Ausschalter gedrückt halten, bis es kurz piept. Und schon ist es miteinander verbunden. Auch hier haben wir hier unten die Einstellung. Hier ist wieder 4K 30 FPS. Daneben 1080p und 1080p 9:16 Hochformat. So, da mache ich gleich mal einen Quickshot. Ich tippe das hier an, gehe auf Quickshots, gehe hier auf das Plus-Symbol, Quickshot-Modus, hier tippen, den Droni, Start. Ja, jetzt macht er den Quickshot-Droni im Hochkantformat. Ja, schön wär's, aber wie wir sehen, hat die Kamera... Der war ein bisschen sehr klein. Wie wir sehen, hat die Kamera für den Quickshot zurück ins 16:9 Format gewechselt. Keine Ahnung, woran es liegt. Vielleicht geht das beim RC2 Controller nicht. Na, mal sehen, wie es weitergeht. Den ballern wir mal auf 10 Meter und Start. Quickshot Droni bei Wind im Vertical, also 9:16 Hochkantformat. Ich habe mir das zu Hause nochmal genauer angeschaut. Sobald man im 9:16 Format in die Quickshot wechselt, schaltet die Kamera mit dem RC2 und RCN3 Controller direkt wieder ins normale 16:9 Querformat. Und erst wenn man die Quickshots schon aktiviert hat, muss man erneut unten in die Einstellung gehen und kann dann endgültig ins 9:16 Hochkantformat gehen.
Na, immerhin. Und wenn man es weiß, ist das okay. Man muss halt nur immer dran denken. So, und das Ganze jetzt nur mit dem Handy. Dazu öffne ich die App, die DJI Fly App. Falls uns übrigens ein Update mal nicht angezeigt wird, können wir hier unten ins Profil gehen. Dann hier auf Einstellung unten und hier auf Aktualisierung überprüfen. Dazu müssen wir das erstmal miteinander verbinden. DJI Neo verbinden. Und schon sind wir verbunden. Ich gehe mal zurück. Hier oben rechts wird uns meistens dann ein Update angezeigt. Oder wie gesagt, hier unten im Profil Einstellung auf Aktualisierung überprüfen, Versionsüberprüfung. Firmware auf dem neuesten Stand. Die Fly-App kann man für iOS-Geräte im App Store aktualisieren, DJI Fly. Und hier sehen wir, dass keine Aktualisierung verfügbar ist. Die habe ich schon aktualisiert. Und wenn es ein neues Update geben würde, könnte man die jetzt hier aktualisieren. Bei Android-Geräten funktioniert das, glaube ich, nur auf der DJI-Seite. So, ich gehe also hier auf Fliegen. Hier unten rechts auf Einstellung. Hier haben wir ziemlich weit unten die Kameraeinstellung. Hier oben die Auflösung steht auf 4K mit 30 FPS. Daneben haben wir 1080p und auch hier haben wir jetzt 1080p 9:16. Das können wir hier also einstellen. Und dann können wir hier dann auf zum Beispiel Folgen gehen. Eigentlich müsste das ja jetzt hier im 9:16 Format angezeigt werden. 1080p 9:16. Okay. Dann machen wir hier doch auch nochmal den Droni. Ja, und eigentlich müsste das jetzt im 9:16 Format funktionieren. Da bin ich mal gespannt. Weil hier wurde es eben im ganz normalen 16:9 Format angezeigt. Na, immerhin hat das jetzt auf Anhieb funktioniert. Sehr gut. Landing. So, das gucken wir uns gleich mal an. Ja, dazu gehe ich jetzt hier ins Album unten links und sehe, dass die Aufnahme, ja, Tatsache im Hochformat ist. Und hier, Aufnahme, Quickshot erstellen. Sieht ein bisschen eigenartig aus. Hier wurde es eben im ganz normalen Download. 16:9 Format angezeigt. Quickshot erstellen. Und rechts wird angezeigt, dass jetzt der Download fertig ist. Und den finden wir jetzt im Handy-Album. Ja, wunderbar. Ja, und eigentlich müsste das jetzt im 9:16 Format funktionieren. Da bin ich mal gespannt. Ja. Das war also Vertical Shooting. Jetzt nächster Punkt. In Mobile App Control, added support for manual control in full screen and control stick mode switch in control settings. Wir können ja die Neo auch mit dem Handy steuern. Das ging bisher so ein bisschen ziemlich schwierig für mich zumindest. Und jetzt soll das besser funktionieren. Wie filme ich das am besten? So hier vielleicht. Wir gehen also hier unten auf Steuerung und können hier jetzt ganz oben manuell steuern antippen. Und das ist jetzt das Neue. Ich zeige es mal, wie es vorher war. Da sah das so aus. Take off. Ja, und das war, wie gesagt, nicht einfach, so die Drohne zu steuern. Ich drehe sie mal, mache auch mal eine Aufnahme. Ja, so sah das vorher aus. Jetzt tippe ich das hier mal an. Ach, wir sind noch im Hochkantformat, wunderbar. Ja, und jetzt haben wir hier zwei Steuersticks. Und damit lässt sich das Ganze jetzt viel einfacher steuern. So, mal sehen, ob ich eine Umkreisung hinkriege. Ja, ich stehe ein bisschen ungünstig da. Aber funktioniert. Landing. Das war der Vollbildmodus im manuellen Akku. Im manuellen Akku-Modus. Also 1, 2, 3.
Das war die vierte Funktion in Mobile App Control, Edit Support for Manual Control. Als nächstes haben wir Edit Support for Audio Recording via App. Bisher war es ja so, wenn wir die Neo ohne Controller gesteuert haben, konnten wir den Ton gleichzeitig mit dem Smartphone aufnehmen. Und das soll jetzt auch mit dem RCN3 oder mit dem RCN2 Controller funktionieren. Ich zeige mal, wie das bisher funktioniert hat. Ja, jetzt habe ich also nur die Drohne eingeschaltet, nicht mit der App verbunden. Und ich spreche jetzt in meinen DJI Mic 2 rein und jetzt wird man sicherlich richtig laut die Neo hören. Ja, jetzt müsste man den Ton, naja, mit vielen Neo-Geräuschen hören. Dann verbinde ich die Drohne wieder mit der App. Erneut verbinden. Alles ist wieder verbunden. Ah, ich sehe gerade, ich bin immer noch im Hochformat. 4K, 30 FPS. Okay, hier wieder unten auf Steuerung. Warum bist du immer noch im Hochformat? 4K, 30 FPS. Dann gehe ich wieder auf Steuerung. Ja, hier wird komischerweise angezeigt, dass es immer noch im Hochformat ist. Ja, und hier haben wir jetzt das Mikrofon. Wenn ich darauf drücke, ja, jetzt habe ich es deaktiviert und jetzt ist es aktiviert. Verwende dein Mobilgerät oder ein externes Mikrofon, um den Ton für Luftaufnahmen aufzunehmen. Schalte während der Aufnahme den Bildschirm nicht aus und wechsle nicht zu anderen Apps. Okay. Dann packe ich mein Handy mal hier rein, damit wir den Ton jetzt hier rüber aufnehmen. Ja, hier hat man jetzt gehört, dass die Aufnahme gestartet ist automatisch. Und ich spreche jetzt ins DJI Mic 2 rein. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und jetzt wechsle ich mal zu dem Mikro vom Handy. 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, ich wechsle immer mal. Hier ist jetzt also der Ton vom DJI Mic 2. Und jetzt wechsle ich zum anderen Mikrofon. Der Ton klingt jetzt so. Das ist jetzt der Handyton. Und das ist jetzt der vom DJI Mic 2. Ich wechsle wieder aufs Handy. So klingt jetzt das Handy. Und so klingt jetzt das DJI Mic 2, ohne dass es mit dem Mobilgerät verbunden ist. Das Format hat automatisch wieder ins Querformat gewechselt. Wunderbar. So, jetzt verbinde ich wieder alles mit dem N3-Controller. Beides ist verbunden. So, ich gehe auch hier wieder ins normale 4K 30 FPS Format. Und das müssten wir jetzt theoretisch in den Kameraeinstellungen finden. Dazu gehen wir oben rechts auf die drei Punkte. Kamera. Untertitel brauche ich nicht. Hier ist jetzt der Menüpunkt App-Aufnahme. Verwende dein Mobilgerät oder ein externes Mikrofon, um den Ton für Luftaufnahmen aufzunehmen. So, das habe ich jetzt also aktiviert. Wo ist mein Handy? Ach hier, ach so. Ja, jetzt wird der Ton während des Fluges mit dem Handy-Mikrofon aufgenommen. Mal sehen, wie das klingt. Take off. Home point updated. So, ich rede jetzt wieder ins normale DJI Mic 2 rein. Jetzt haben wir wieder die ganzen Propellergeräusche. Akku alle. Ja, je näher wir das Handy hier ranhalten, desto besser müsste der Ton klingen. Akku niedrig, ja? Na komm. Landing. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja, jetzt hört man wahrscheinlich nur noch die Drohne und gar nicht mehr mich. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hier sehen wir jetzt Tatsache ein Mikrofonsymbol. Ich spreche nochmal ins DJI Mic 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und jetzt switche ich auf das Mikrofon vom Handy. Ja, und wenn man es näher ranhält, müsste der Ton jetzt sauberer sein. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und jetzt switche ich wieder auf den Ton vom DJI Mic 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kurze Anmerkung, man kann natürlich auch das DJI Mic 2 direkt mit dem Handy koppeln. Dann hat man natürlich einen astreinen Sound direkt auf der Luftaufnahme. Hier haben wir jetzt gleich die nächste Funktion. Dazu gehe ich wieder oben rechts auf die drei Punkte. Und bei Kamera sehen wir jetzt, dass wir nicht nur die App-Aufnahme, das heißt den Ton übers Handy mit aufnehmen, sondern darunter haben wir auch die Rauschminderung. Die können wir entweder, die steht normalerweise auf natürlich, die können wir von natürlich auch auf pure einstellen. Dazu muss ich erst die Aufnahme beenden.
Reduziert Propellergeräusche, Umgebungsgeräusche bleiben erhalten. Ah ja, geeignet für relativ ruhige Umgebung. Ja, damit soll jetzt alles natürlicher klingen. Darauf freue ich mich besonders, weil letztens war ich campen gewesen, habe mit der Neo schöne Aufnahmen gemacht. Die hat mich dann verfolgt und währenddessen hatte ich das Handy bei meinem Kumpel Steffen gehabt und der hat schön Musik Pink Floyd gespielt. Und mit der bisherigen Funktion war alles Gesprochene zwar drauf, aber weder die Gitarre noch sonst irgendwelche Sounds. Das könnte jetzt mit dieser Funktion möglicherweise besser funktionieren. Da bin ich gespannt. So, ich gehe mal auf Pur. Menschliche Stimmen bleiben erhalten, geeignet für laute Umgebung. Ich starte die Aufnahme. Ja, ich spreche wieder ins DJI Mic 2 rein. Da haben wir jetzt natürlich wieder die Propellergeräusche. Und jetzt switche ich auf das Handymikrofon. Das ist jetzt auf Pur eingestellt. Wenn ich jetzt direkt hier reinspreche, vielleicht nicht zu laut. 1, 2, 3, 1, 2, 3. So klingt jetzt die Aufnahme mit der Geräuschunterdrückung Pur. Das ist jetzt der direkte Vergleich, natürlich. So klingt der Ton natürlich, wenn ich auch einen relativ natürlichen Abstand jetzt halte zur Fernsteuerung. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und so klingt der Handyton mit der Einstellung Pur. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Einen Unterschied hört man jetzt natürlich nicht, weil nur meine Stimme und die Drohnengeräusche zu hören sind. Ich vermute, wenn jetzt Tatsache irgendwo Musik dudeln würde oder Vogelgezwitscher, sowas würde möglicherweise alles drin bleiben, vielleicht auch ein bisschen Meeresrauschen und so weiter. Und dafür kann diese Funktion dann ganz nützlich sein. Ja, und zum Schluss noch eine richtig tolle Funktion. Ja, ich und mein Englisch. Optimized Positioning Performance and Increased Flight Speed During Tracking. Wenn wir uns von der Neo automatisch zum Beispiel auf dem Fahrrad tracken lassen, werden wir jetzt besser im Bild positioniert. Und das Ganze soll jetzt auch schneller funktionieren. Ich hatte das schon mal getestet, da war glaube ich bei 20 km/h Feierabend. Das Ganze soll jetzt bis 35 km/h funktionieren. Das wollen wir doch mal sehen. Dann hole ich mal mein Fahrrad raus. Oh ja. So, einmal hier und einmal hier. Ja, dann fahre ich hier mal eine Runde und lass mich mal tracken. So, dann mache ich mal eine Kamera ran, dass wir auch die Geschwindigkeit sehen. Habe hier meine 360-Grad-Kamera, die filmt ja in alle Richtungen. Bei dem Wind. Von wo kommt er? Von da. Mal sehen, ob wir die Geschwindigkeit hinkriegen. Die angebliche Geschwindigkeit von über 30 km/h. Bin ich mal gespannt. So, Aufnahme läuft. Los geht's. So, erster Gang. 7 km/h. Zweiter Gang. 10 km/h. Dritter Gang. 15 km/h, vierter Gang, 18, 19 km/h, 20 km/h, fünfter Gang, 22, oh, höher komme ich leider nicht mit dem Rad, 23, aber ich höre, die folgt mir ordentlich hinterher, 22, 23 km/h, 22. Jetzt gegen den Wind. Bist du noch da? <lacht> 20 km/h. Mehr schaffe ich nicht gegen den Wind. Vor allem bei der Kälte. Mir drehen die Augen. Und ich werde mal einstellen, dass du mir ein bisschen weiter weg folgst und ein bisschen höher. Jetzt habe ich alles ein bisschen weiter weg und ein bisschen höher eingestellt. Homepoint wurde gesetzt. Sehen wir, wenn es so dauerblinkt jetzt. Fahr, follow, hat er gesagt. Weit weg. Das wollen wir doch mal sehen. Oh, gleich im fünften Gang. 21 km/h. Jetzt trete ich mal so richtig rin. 22, 7, 23, 3, 25. 27 km/h, die folgt wunderbar. 28 km/h, oh, mehr schaffe ich nicht. Ab 25 muss man nämlich selber treten. Oh, und mit so einem kleinen Bike, 20 Zoller. Aber wie wir hören und sehen, folgte mir. Das hat das letzte Mal bei weit geringeren Geschwindigkeiten nicht mehr geschafft.
Los, eben mal noch. Zieh. Wozu hat man ein E-Bike, wenn man dann trotzdem so treten muss? Kommst du zu mir? Nee, muss ich zu dir? Sehr gut. Aber wunderbar. Also letztens hat sie bei, weiß ich nicht, 20 km/h schon abgebrochen. Diesmal war ich bei, wie viel Weigen? Ich glaube 28 oder so. Aber die hatte noch ordentlich Reserven und hat es auch noch auf dem Rückweg komplett gegen den Wind geschafft. Wunderbar. Gleich eine Vollbremsung. Und. Na komm her. Gönn mal dir mal eine Pause, wa? Hast aber sehr gut gemacht. Das war also mein Video zu den neuen Funktionen der DJI Neo. Was haltet ihr von den neuen Funktionen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Macht's gut. Bye, bye. Es ist kalt.